Herzlich willkommen zu unserem ganz kleinen Meinungsvideo zu Super Mario Odyssey. Bereits jetzt seht ihr auf Enter unser Review zu Super Mario Odyssey, was unser lieber Holger getestet hat. Auch ich durfte bereits schon vor Release Super Mario Odyssey spielen, aber halt auch nicht in diesem umfangreichen Maße wie unser Holger. Aber natürlich will ich es nicht lumpen lassen und trotzdem ein kleines Video zum Anfang machen. Ich habe schon viel weiter gespielt als hier im Video, wie ihr jetzt gleich sehen werdet. Aber ich möchte einfach nicht spoilern. Aber darauf kommen wir nachher nochmal zu. Ja. Wie es halt so ist, in einem Super Mario-Titel, Bowser kann es einfach nicht lassen und will weiterhin Prinzessin Peach für sich, ja, haben. Und man muss auch wiederum sagen, es ist eine etwas andere Story, und zwar möchte Bowser gerne Peach heiraten. Und dafür besucht er verschiedene Länder und versucht dort Utensilien, weil sie Gegenstände für die Hochzeit zu sammeln. Eine ganz coole Story, die begleitet wird mit viel Dramatik und viel Emotionen. Also ich hatte noch nie so eine krasse Inszenierung gesehen, wie man hier sieht. Das Stück Fetzen von Marios Mütze fliegt hier herum. Und ja, aber wie man jetzt hier im Video sieht, es kommen auch neue Bekannte dazu, und zwar die ganzen Cappies, die Hüte, und jetzt seht ihr hier schon ein bisschen hier mich in Aktion mit Super Mario. Und ja, man muss hier sagen, die Steuerung kann man am Anfang hier ein bisschen erlernen. Es ist sehr einfach gemacht, muss man sagen. Also es ist wirklich ungewöhnlich. Also ich habe ja vorher, wie ihr schon wisst, anhand der Videos Super Mario 64 und Super Mario Sunshine gespielt, und ich finde einfach, Super Mario steuert sich hier einfach nur eine Ecke anders. Einfach, ja, wie soll ich sagen, nicht freier unbedingt, aber es ist halt eine andere Steuerung. Vielleicht auch sehr sensibel, muss man zugeben. Man kann aber im Menü wesentlich viel ändern. Ja, jetzt seht ihr hier die ersten Minuten, und an sich ist das erste Land, was ihr betretet, eine Art Tutorial, Hutland. Ihr könnt aber irgendwann nochmal ein zweites Mal natürlich rein und dort Monde sammeln. Denn ihr wisst ja, das Spiel wird begleitet von Monden. So, eine ebenfalls andere coole Methode ist, ihr habt ja einen treuen Begleiter, eure Mütze bzw. Cappy. Und Cappy könnt ihr werfen, ihr könnt damit Gegner kapern, wie man nachher sehen wird. Und am Anfang kann man das hier so ein bisschen üben. Und man muss halt auch sagen, es steuert sich an sich ganz cool, aber es ist sehr ungewöhnlich. Zum Beispiel habt ihr verschiedene Steuerungsvarianten, die könnt ihr nur mit Bewegung machen. Und mit Pro-Controller oder im Handheld-Modus ist das ein bisschen knifflig. Das ist auch, muss zugeben, eines der größten Kritikpunkte, die ich an Super Mario Odyssey habe. Aber an sich muss man wirklich sagen, darüber kann man noch hinwegsehen, denn ja, so oft braucht man das jetzt wiederum auch nicht. Aber es ist trotzdem schade, dass man da einfach nicht eine Taste dafür benutzen kann. Ja, und wenn ihr jetzt hier seht, als erstes kapern wir einen Frosch. Total absurd, aber man sieht, man wirft die Mütze zum Gegner hin und man wird direkt, ja, hingezogen. Und man sieht jedes Mal, wie dramatisch das aussieht. Wahrscheinlich muss Mario bei jedem Gegner kapern. ja, zu elendig leiden. Aber wie ihr seht, er wacht auf und ist jetzt auf einmal, ja, in einen Frosch verwandelt quasi. Sehr lustig, das Ganze. Ja, die Gegner, ihr könnt ja, wie ihr unten seht, verschiedene Gegner haben verschiedene Eigenschaften, Möglichkeiten, die ihr anwenden könnt. Und es ist ganz cool, mal einen Goomba zu steuern oder halt mal andere Gegner, die man sonst nie so steuern konnte. Und da hat Nintendo sich auf jeden Fall sehr kreative Möglichkeiten einfallen lassen. Ja, wie seht ihr hier so einen der ersten Bosskämpfe im Spiel? Eine Kritik habe ich vielleicht noch an Cappy, die ich sagen muss. Ich finde Cappy sehr mächtig. Das hat auch Holger bereits in seinem Review geschrieben. Jetzt seht ihr ja gleich, ich bolze hier gleich dreimal auf den Boss ein. Was ich jetzt. Und schon kann ich ihn wieder verwunden. Es ist sehr einfach gestaltet. Und ja, Cappy ist schon so ein bisschen übermächtig, aber es schadet trotzdem nicht dem Gameplay, muss man auch wiederum sagen. Es ist einfach, ja, es ist einfach mal so eine neue Methode, die ganz cool ist. So, das ist der Anfang von Super Mario Odyssey, wie ihr seht. Und an sich ist die Inszenierung richtig geglückt für den Anfang, muss man so geben. Also, es wirkt wie ein neues Super Mario, es wirkt wie ein Adventure, nicht wie ein typischer Plattformer, so einfach so ein richtiges Abenteuer. Ja, eine Welt, die mich wirklich in Staunen gebracht hat, ist das Kaskadenland. Man muss halt wirklich auch sagen, alle Länder, die ich jetzt gesehen habe, waren brutal abwechslungsreich. Also, ihr habt offene Level, das ist zum Beispiel offen, ist zum Beispiel die Wüste, die ist richtig offen. Dann habt ihr lineare Level und kleine Level. Die kleinen Level sind halt eher in den Ländern inbegriffen. Und für jeden Geschmack ist da wirklich etwas dabei. Das ist richtig super. Und wer jetzt gerade hier merkt, hier in diesem Land, in Kaskadenland, die Musik ist einfach Bombe.
Wie ich schon am Anfang gesagt, ich mag einfach nicht so viel über dieses Spiel erzählen, denn es gibt so viele Überraschungen. Den T-Rex kennt man ja schon aus dem Trailer, deswegen übernehmen wir hier noch ganz kurz. Das ist wirklich ziemlich geil und man muss halt allgemein sagen, es ist ein Orgasmus der Kreativität, was euch hier in diesem Spiel erwartet. Also ich habe schon Sachen am Anfang gesehen, die hätte man nie zu glauben gemacht. Also, dass Nintendo sich das mit dem Super Mario Franchise traut, das ist wie einen komplett neuen Weg, den Nintendo mit bestreitet. Und das ist richtig nice. Ja, ansonsten, vielleicht noch was anderes, was ich sagen muss. Diese linearen Welten oder Länder, komm, ich sag immer Welten, aber das ist ja egal. Die mal kommen, die sind vielleicht meiner Meinung nach noch zu linear, für das man Super Mario Odyssey als Sandbox-Spiel verkauft. Ist das vielleicht noch ein bisschen zu linear, aber ich meine, solange es so offene Welten, also Level, Länder, was auch immer gibt, ist es okay. Ja, ansonsten, vielleicht ab und zu ist Super Mario Odyssey gerade mit der Vielzahl der Monden, ihr werdet ja schon überall mit Monden überschüttet, vielleicht ein bisschen zu leicht, aber ich muss auch zugeben, ich hatte auch schon Abschnitte im Spiel gehabt, da bin ich auch ein paar Mal gestorben. Entweder lag es an meiner Dummheit oder ich bin einfach ungeschickt oder es war wirklich schwer. Und natürlich habt ihr auch die Odyssey immer stets mit dabei. Mit der fliegt ihr überall rum, ihr könnt drin verzieren, außen verzieren, was auch das Zeug hält. Und die begleitet euch stets. Und ja, die Odyssey ist so euer Begleiter. Umso mehr Mond ihr sammelt, umso weitere Orte könnt ihr natürlich auch bestreiten. Und ja, die Odyssey ist ganz cool. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Spiel haben wollt, wie gesagt, das ist ein kurzes Video, dann findet ihr in unserer Videobeschreibung den Link zu unserem Review, zu unserem Spieletest zu Super Mario Odyssey. Holger hat diesen Titel auf Herz und Nieren geprüft und könnt ihr euch jetzt komplett durchlesen, da verpasst ihr wirklich gar nichts. So, während wir hier noch ein bisschen hier Super Mario mit seiner Kapitänsmütze sehen, also was ist der Cappy, ja, bedanke ich mich, dass ihr das Video angeschaut habt. Jeder, der Super Mario liebt, sollte auf jeden Fall Super Mario Odyssey gespielt haben, sollte sich Nintendo Switch holen, denn Super Mario Odyssey ist einfach etwas, was ganz Besonderes ist. Es ist ein Meisterwerk in sich, ja, aber es hat natürlich noch ein paar Schwächen, wo man sich wirklich gefragt hatte, warum wurde hier nicht mehr drauf geachtet? Ja. Ja, was ihr hier noch seht, ist eine kurze Anleitung. Ihr bekommt stets Anleitungen, ihr braucht euch keine Sorgen machen, ihr bekommt alles perfekt erklärt. Ja, ansonsten, Super Mario Odyssey, wie gesagt, holt es euch für Nintendo Switch, es lohnt sich. Und ich lasse euch jetzt noch ein paar Sekunden alleine in der Odyssey und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin Dennis und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.